Hallo liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Wir waren schon lange nicht mehr online und hatten wir also keine Videos mehr also gemacht. Der Herr hat also inzwischen uns mit einer Kamera und neue Sachen also geholfen und deswegen also sind wir also heute wieder da. Und ich danke unser Herr Yehoshua Mashiach für alles, was er in unser Leben tut. Heute möchte ich gerne also ein kleines Thema also mit all meinen Geschwistern in dieser ganzen Welt, also überall, wo man also die deutsche Sprache spricht, teilen. Aber bevor ich das mache, möchte ich gerne beten. Yehoshua Mashiach, danke für deine Liebe, danke für alles, was du tust. Yehoshua, ich möchte durch deine Kraft, durch deinen Geist reden, Herr, und von deinem Wort, nicht meine Wörter, sondern deine Wörter. Deine Wille geschieht, in deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Ich möchte also heute einen kurzen Vers lesen, das kennen also die meisten. Das ist also in Hebräer Kapitel 12, Vers 13. Da steht also, jagt den Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele unreinigt werden. Halleluja. Ich möchte also heute nicht tiefer also in dieses Thema Heiligung also gehen, aber hier steht ganz klar, also ganz am Anfang von diesem Vers 14, jagt den Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Jagt den Frieden mit allem nach. Lieber Geschwister, hier sagt also und sagt die Bibel, dass wir den Frieden mit allen nachjagen müssen. Also, das ist so wichtig, erstmal Friede mit allen Menschen, mit allem zu schließen. Natürlich, also ist es ab und zu mal so schwer, Frieden mit allen, also in Frieden mit allen Menschen zu sein. Aber zumindest unser Herr sagt hier, wir sollen also Frieden suchen. Halleluja. Aber als erste Stelle hier sagt unser Herr, dass wir Frieden mit allen. Allen meinte auch mit unser Gott, mit unser Elohim. Halleluja. Weil wenn wir in der Sünde leben, sind wir von unser Herr getrennt. Wir sind in sowas wie, wir sind nicht mehr zusammen. Aber wenn wir uns also mit unser Herr, Yehoshua Mashiach, unser Gott, versöhnen, dann gibt es also wieder Frieden. Halleluja. Wenn wir unsere Sünde bekennen und Buße tun, wir kehren also zurück zu ihm, wir kehren einfach um. Das bedeutet also, dass wir uns also wieder versöhnt haben. Und diese Versöhnung ist also einfach Frieden mit unser Herr auch zu schließen. Also das heißt, die erste Person oder der allererste, mit wem wir Frieden schließen müssen, ist erstmal unser Herr Yehoshua Mashiach, unser Gott, unser Elohim. Halleluja. Wenn du in der Sünde bist, wenn du lebst, wie du willst, du lebst also nach deinem Wille, aber nicht nach deinem Schöpfer. Aber der Schöpfer möchte sich also mit dir versöhnen. Nur wenn du Buße tust, nur wenn du erkennst, dass du diesen Retter brauchst, der Retter ist unser Herr Yehoshua Mashiach. Komm einfach zu ihm und tut Buße. Und wenn du Buße tust, dann bist du wieder in Frieden mit ihm. Und er wird also dein Herz reinigen. Und er wird also irgendwie deine Schmerzen wegnehmen. Wisst ihr, lieber Geschwister, manchmal werden wir also von Leuten also verletzt. Wir erleben gewisse Sachen, die uns also verletzen. Aber, und was passiert? Wir bleiben in unserer Ecke und wir bleiben mit diesen Schmerzen.
Aber der Herr, Jehoshua Mashiach, sagt also, kommt zu mir, kommt alle, alle, die müde sind, alle, die so eine Last tragen, kommt einfach zu mir, legt eure Last also vor mir und ich werde euch retten. Halleluja. Jehoshua ist bereit, also deine Last also wegzunehmen, deine Schmerzen einfach wegzunehmen, alles, was du, diese Schmerzen in deinem Herz, dein Leid ist er bereit, das zu nehmen. Aber er möchte, dass du erstmal Friede mit ihm schließt. Schau nicht nach links oder nach rechts. Schau nicht, also, was die Menschen sagen. Jehoshua will Friede mit dir schließen. Halleluja. Er will sich also mit dir versöhnen. Nur wenn du seine Liebe einfach aufnimmst. Halleluja. Die Menschen haben dich verletzt. Die Leute haben so viele Sachen über dich gesagt. Lieber Geschwister, schließen wir erstmal Frieden mit unserem Schöpfer. Der Grund, warum diese Welt also so kaputt geht, es ist einfach, weil die Menschen Frieden mit dem Schöpfer so nicht gemacht haben. Die haben sich nicht also mit dem Schöpfer, Jehoshua Mashiach, unser Gott, unser Herr, unser Elohim, unser Eloah, versöhnt. Halleluja. Diese Versöhnung geht nur durch Buße. Wenn man Buße tut, dann kommt man zu Jehoshua zurück. Halleluja. Und noch etwas. Wir sollen auch Frieden mit Menschen, mit unseren Mitmenschen, die Leute, die um uns sind, wieder schließen. Die Bibel sagt zum Beispiel in Römer, wir können das so Römer 12 nehmen. Halleluja. In Römer 12 sagt die Bibel ab Vers, warte mal, Römer 12, Römer Kapitel 12, ab Vers, sagen wir mal also ab Vers, normalerweise ab Vers 9, wenn man also das Ganze liest, aber ich möchte also ab Vers 16, da steht, oder 15, freut euch mit den sich Freuden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst, vergeltet niemand Böses mit Bösen, sagt also die Bibel. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Und in Vers 18 steht ganz klar, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Halleluja. Wir sollen auch Frieden mit allen Menschen suchen. Solange es also unter unserer Macht ist, wir müssen uns also mit allen Menschen also versöhnen. Egal, was die Menschen getan haben, egal wie schmerzhaft, egal wie schwer es war, man soll einfach vergeben. Halleluja. Einfach vergeben. Und die Bibel sagt ganz klar, also in Matthäus 6, wenn wir nicht vergeben, unser Vater im Himmel will uns auch nicht vergeben. Es ist so wichtig, also die Menschen zu vergeben. Das heißt also, diese Versöhnung mit unser Herr geht auch durch die Vergebung. Wenn wir die Menschen vergeben, egal was sie uns also angetan haben. Halleluja. Wir müssen mit allen Kraft, alle unsere Kraft, uns also mit, also Frieden mit alle anderen schließen. Sogar wenn sie uns nicht lieben, sogar wenn sie uns also irgendwie verstößen, also sogar wenn sie uns nicht sehen wollen. Aber solange es in unserer Kraft liegt, solange es also bei uns, hier steht also in Vers 18, wenn möglich, so viel, hier steht, wenn möglich, so viel an euch ist, also solange es also an uns liegt, sollen wir Frieden mit allen Menschen schließen. Lieber Geschwister, wenn ich also Hebräer Kapitel 12,
Vers 14 lese, da steht also, jagt den Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das heißt also, wenn du in Bitterkeit lebst, wenn du in Mangel an Vergebung lebst, dann wirst du deinen Herrn nicht schauen. Du wirst ihn nicht also erleben. Hier dieser Begriff, also schauen heißt erstmal in dein Leben sehen, in dein Leben täglich erleben. Halleluja. Und dann danach, nach dem Tod, wirst du auch ihn also sehen. Wenn du vergibst, wirst du ihn also täglich erleben, sehen. Und nach dem Tod wieder bis in die Ewigkeit. Halleluja. Das heißt also, das Gute, was du jetzt tust, wenn du die Menschen vergibst, es folgt dir einfach bis in die Ewigkeit. Mein Bruder, meine Schwester, lass nicht die Bitterkeit in dein Herz so tief reinkommen. Lass nicht die Bitterkeit dich also so fressen. Vergib einfach. Vergib. Sogar wenn es schwer ist, also für dich zu vergeben. Die Menschen, die dich verletzt haben, die alles, was also passiert ist, alles, was du erlebt hast. Betet und sag, Herr, ich will vergeben, ich kann das nicht, aber bitte hilf mir. Ich will dich täglich in meinem Leben sehen. Bitte hilf mir, Frieden mit dir zu schließen, Frieden mit Menschen einfach zu leben. Lieber Geschwister, das ist die Besonderheit in der Lehre von unserem Herr Yehoshua Mashiach, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Halleluja. Die Liebe, das ist also eine starke Liebe. Diese Liebe hängt nicht also von wie man ausschaut, von was die Menschen sagen, von wie der Wind ist oder das Wetter oder keine Ahnung. Das hängt nicht davon ab. Diese Liebe ist so stark und so mächtig und kann sogar, es bringt die Menschen einfach, sogar die Feinde zu lieben, dass man am Ende keine Feinde mehr hat. Halleluja. Halleluja. Ein Kind Gottes, ein Kind Yehoshua Mashiach, unser Herr, ein Kind von Elohim, sucht Frieden. Wenn du vom Heiligen Geist also behüllt wurde und du suchst keinen Frieden, dann gibt es also ein Problem. Weil der Geist Gottes bringt die Menschen, bringt seine Kind, bringt einfach diese Schöpfung, bringt die Schöpfung, die Versöhnung, in diese Versöhnung reinzukommen. Halleluja. Ich möchte alle Leute, die verletzt wurden, bitte versuch nicht, also deine Verletzung irgendwie gerechtfertigt. Okay, man hat dich also wehgetan. Man hat also so komisch also gesprochen. Man hat dich also so komisch angeschaut. Die Wörter waren so schlecht, so hart. So. Aber unser Herr sagt, vergibt. Wenn du nicht vergibst, dann wirst du auch nicht vergeben. Unser Herr will dich vergeben. Er will, aber er möchte, dass du erstmal vergibst. Und sucht Frieden, solange es also, so möglich, wie möglich es ist, sucht einfach Frieden. Schließt Frieden mit allen Menschen, solange es unter deiner Macht steht. Halleluja. Geh zu diesen Leuten. Sag, ich vergebe dir, egal was du angetan hast. Ich vergebe dir. Ich mag nicht also dein bester Freund werden. Ich kann nicht also dein bester Kumpel oder sowas werden. Aber ich will Frieden in meinem Herz. Ich möchte Yehoshua, ich möchte mein Herr Yehoshua Mashiach täglich in mein Leben schauen, erleben, sehen. Lieber Geschwister, Bitterkeit. Diese Verletzungen, die helfen dir nicht. Vergib. Vergib einfach. Natürlich kannst du das nicht vergessen, das ist schwer, weil wir menschlich sind.
Die werden immer kommen, solche Gedanken kommen. Ja, er hat das getan, sie hat das getan, sie hat zu dir so gesprochen, sie hat so und so und so und so. Aber wie lange willst du damit leben? Wie lange willst du damit leben? Joshua gibt Frieden. Er sagt sogar, die Bibel sagt, ich gebe euch Frieden, nicht wie die Welt, aber Friede, die vom Herrn kommt. Hängt nicht vom Geld, hängt nicht von Augen von Menschen, hängt nicht also wie die Leute reden, hängt nicht also es hängt nicht davon ab. Nur wenn man sein Herz aufmacht. Öffnet dein Herz. Lass Joshua dich befreien von dieser Bitterkeit, von diesen Schmerzen. Er allein gibt Friede. Komm zu Joshua Mashiach und er wird dich Friede geben. Ich danke meinem Herr für diese kurze Lehre. Ich möchte alle Menschen einfach sagen, komm zu Joshua. Versöhn dich also mit deinem Herr. Wenn du so lange ohne Vergebung lebst, Bitterkeit, bist du entfernt von deinem Schöpfer. Und nur durch Joshua Mashiach kannst du gerettet werden. Ich danke dir. Wenn dieses Wort dich berührt hat, betet und sagt, Herr, befreit mich. Ich will keine Bitterkeit mehr. Ich will die Menschen nicht mehr in meinem Herz so halten. Ich will diese Schmerzen nicht mehr. Bitte hilf mir, befreit mich. Und geh und vergib diese Menschen, vergib diese Leute. Wenn du die Möglichkeit hast, mit diesen Leuten sogar zu reden, sprich, sogar wenn es nicht geht, geh, kauf sogar so ein kleines Geschenk, gib diese Person. Betet für diese Person, segnet diese Person, betet für sie, so bis dein Herz also befreit wird. Halleluja. Joshua Mashiach segnet dich. Unser Elohim segnet dich. Danke. Amen.